herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich gucke mal eben auf die Karte und ja, das nächste, was wir machen können, ist tatsächlich hier die Ausgrabungsstätte mal anzugucken, dass wir wirklich mal mit der Hauptquest weitermachen. Das ist vielleicht tatsächlich mal notwendig. Ja, was heißt notwendig? Aber wäre halt schon mal schön. Eigentlich wäre es auch cool, wenn wir noch die Langhälse hier irgendwann machen können, aber jetzt ist erst einmal das hier angesagt, die Ausgrabungsstätte finden, hier hingehen und unterwegs noch ordentlich Medizin sammeln. Aber wir müssen den anderen Ausgang nehmen. Ja, gibt es noch einen Ausgang? Nee. Nee, wir müssen hier irgendwie außen dran vorbei. Bei den Krokis dran vorbeilaufen. So, das kann ich nicht einsammeln. Und ich gehe jetzt auch mit Absicht zu Fuß und werde nicht reiten. Ach, guck mal, hier müssen wir tatsächlich schon mal wieder ein bisschen Medizin verbrauchen. Ja, aber beim letzten Mal haben wir dann ja auch endlich hingekriegt, dass wir jetzt mehr Rohstoffe sammeln können. Das heißt, wir können es mal ausprobieren. Wenn wir jetzt hier Reinholz sammeln, dann kriegen wir sogar 6 Stück. Müssten das ja vorher so um die 3 gewesen sein. Aber viel interessanter ist das jetzt natürlich für Medizinbeutel. Gut, die brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir müssen aber da dran vorbei. Natürlich müssen wir dran vorbei. Können wir den überbrücken? Du kommst mit mir. Ist aber nur ein Reittier dann, oder? Der greift ja dann nichts an. Das war eine Feuerbrennwurzel und die kriegen wir trotzdem noch eine. Oder ist das nur die Chance, die sich erhöht hat? Kann natürlich auch sein. Ja, trotzdem nur 14% Gesundheit. Moment. Fertigkeiten. Zusätzliche natürliche Rohstoffe beim Sammeln. Ja. Gucken wir mal, wie sich der Medizinbeutel verändert. Ich weiß ja nicht. Nur zusätzlicher. Vielleicht hätten wir sonst auch nur 12 gekriegt. 12%. Wir sind jetzt hier. Hier oben lang gehen bringt gar nichts. Wir müssen tatsächlich hier einmal geradeaus durch. Aber die sind wahrscheinlich sogar einfach auch friedlich. Ich riskiere das jetzt mal. Achso, die machen generell nichts. Achso. Und einfach nett. Dann haben wir hier nochmal ein Lagerfeuer. Das heißt, ich habe jetzt nach der letzten Folge nicht gespeichert. Und daher. Aber da ist irgendwas. Von daher würde ich das jetzt eigentlich ganz gerne noch machen. Wo ist denn das Lager? Ach, da hinten. Okay. Ja. Trotzdem eine. Ich weiß nicht, dass mit den zusätzlichen Rohstoffen. Nützlich für eine alte Rezeptur. So viel bringt. Was seid ihr denn eigentlich für Vögel? Langbeine. Ach, das sind Langbeine. Hm? Oh. Ach, jetzt schwimmt sie. Ah, das ist natürlich gut. Ich habe nicht so lange Beine. Ach ja, jetzt kommt noch so einer dazu. Okay. Wir sind safe. Jetzt greifen die noch an. Mhm.
Wenn jetzt das Kroko zu uns kommt, das wäre gar nicht schlecht. Den können wir nämlich überbrücken. Oder sie hauen einfach ab. Das geht auch. Ja, und schon ist der Medizinbeutel wieder leer. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Schon ist der Medizinbeutel wieder leer. Es hätte so schön sein können. Das heißt, die Grasacher, die greifen tatsächlich nur an, wenn irgendwas anderes aggro geworden ist. Sehr hilfreich. Oh, oh. Oh, oh. Hier bin ich schlecht. Hier bin ich schlecht. Das ist besser. Das Krokomobil wird gleich überbrückt. Wenn alles gut läuft. Okay, ist doch weiter weg, als ich dachte. Mal klar. Das Kroko ist festgebackt. Dass das immer nur einen trifft. Scheiße, ich kann ihn nicht überbrücken von hier aus. Schade. Dann komm, geh weiter. Dreh dich einfach mal um, Kollege. So. Sehr gut. Der wird doch wohl gegen diese Vögel jetzt ankommen können, oder? Oh ja, guckt euch mal an, was der da für Damage raushaut. Ich wollte nicht mitspielen. Ah, ah. Ich mach nicht mit. Ah, ah. Ich bin raus. Jetzt auch. Eieieiei. Leuchtendes Geflecht. Okay, gegen das andere hat er natürlich keine Chance. Ja, zu zweit. Der kämpft ja jetzt. Obwohl, nee, das ist unser, der den anderen platt macht. What? Krass. Gutes Kroko. Einfach mal alles weggeräumt. Puh. Können die Ratte durchsuchen? Rattenhaut. Okay. Der ist überbrückt. Ich müsste eigentlich auch noch mal gucken, ob wir noch schöne Spulen und so weiter haben. Sicher, sicher. Ja. Also das war jetzt hier wieder viel Action. Und wir müssen hier irgendwie rüber. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Da drüben ist ja noch ein Lagerfeuer. Wie viele Lagerfeuer gibt es denn hier? Das ist ja Wahnsinn. Ist auf dem Grund. Aber ich speichere gern nochmal. Habe ich kein Problem mit. Aber ob dieser Punkt jetzt wirklich so sinnvoll war, den da auszugeben. Na gut, für die nachfolgenden Sachen ist das. Das kann ich gut gebrauchen. Schon sinnvoll.
Bin ich jetzt sowas von völlig vom Schuss? Achso, nee, wir sind jetzt hier einmal außen rumgelaufen. Alles klar. Wir hätten also auch einfach darüber schwimmen können. Das wäre genauso sinnvoll gewesen. Ja, und der hält da jetzt für uns die Stellung. Also das mit dem Überbrücken ist es wirklich mega gut und ja, deswegen muss man eigentlich auch diese Ausgrabungsstätten machen. Weil das einfach so unglaublich hilfreich ist, dieses Überbrücken. Also für mich zumindest, der sich da immer so ein bisschen blöd anstellt, was Kämpfen angeht. Das hält sich. Ist das echt Gold wert. Schönes. Heilung, das ist gut. Ich muss jetzt leider hier schon wieder in den Schleichmodus gehen. Ist jetzt auch schon sehr lange her, dass wir die letzte Hauptmission gemacht haben. Von daher, es wird jetzt echt mal wieder Zeit. Das brauche ich später noch. Das jetzt mal endlich mal wieder hinzukriegen. Oder, was heißt hinzukriegen, aber mal eine zu machen. Dass wir immer mit der Story wieder ein bisschen vorankommen. Wir werden sicherlich auch nicht das Spiel bis 100% durchspielen. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wir werden sicherlich... wahrscheinlich auch nicht sämtliche Quests machen. Sämtliche Nebenquests machen. Oh, was haben wir denn hier? Shit. Brauche was zum Verstecken. Da war eben was gewesen, aber da kann ich jetzt nicht hin. Hier können wir hin. Ja, gut. Frage ist, weichen wir dem Ding aus oder nicht? Momentan bietet sich das aber an, dem einfach auszuweichen und jetzt hier weiter zu schleichen. Ein Verwüster ist jetzt ja auch nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen, wenn das jetzt ein Brührücken gewesen wäre, dann hätten wir den jetzt noch ausgeschaltet. Schön Sprengfallen nutzen können. So ein Kistending. Die können wir, glaube ich, auch mittlerweile überbrücken. Ja, wir müssen hier schon irgendwie außenrum. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Hier kommen wir aber nicht an die Ausgrabungsstätte. Also werden wir jetzt hier nochmal so ein bisschen außenrum latschen. Wie schnell das jetzt hier schon wieder dunkel geworden ist. Oh, und da sind... Ja, ja, das sind Gegner. Was? Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Ja, gegen zwei kommen wir klar. Mach dich bereit für den Schlag des Schattens. Ja. Aua. Was? Gegen zwei kommen wir klar. Was haben die denn für Schusswaffen? Sowas will ich auch haben. Das will ich auch haben. Gibt's doch nicht. Wo haben sie das denn noch hergeholt? Ah, guck mal hier, wo wir hier wieder ausgespuckt werden. Das ist ja mega. Boah. Was hier an Heilung rumliegt. Weil man hier rein soll. Nicht wie ich durch den Haupteingang. Nein, nein. Hier müssen wir rein. Und dann gucken, dass wir hier auch schön leise bis wieder durchkommen. Stärkungstrank ist das Gelbe. Muss ich auch mal ein bisschen mehr drauf achten, ne?
Ist das so ein Kisten? Eine Kistenmaschine? Nee. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Aber Uli gefällt das auch nicht. Och nee, das ist ja so richtig großer. Müssen wir jetzt kämpfen? Will ich das? Sind wir sowas vorbereitet? Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Der kann sogar den Fokus meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? Was zur Hölle? Okay, das kam jetzt überraschend. Die Verderber. Ah, das ist okay, es ist halt nicht nur eine, es sind halt die Verderber. Mhm. Okay, wir müssen erstmal hier ein bisschen craften. Das kriegen wir immer noch nicht hin. Den kriegen wir aber hin, das ist gut. Und können wir jetzt hier... Okay, das war zu weit. Zu weit. Tja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Wir gehen erstmal da in den Busch. Busch fühle ich mich immer noch am wohlsten. Gut, die bringen nicht so viel, ne? Das ist so das, diese Beutepfeile. Können auch von diesen ganzen Dingern keinen weiteren herstellen. Oh, der kommt her. Das ist doch interessant. Ja, den locken wir mal an. Stiller Schlag. Wenn das gegen die überhaupt funktioniert, weiß ich nicht. Mal gucken, wie viel die aushalten. Sind ja noch am Testen. Im Zweifel, wenn er sich umdreht, dann... Komm noch mal ein bisschen näher. Okay, das macht kaum Schaden. Alles klar. Wir sind halt echt nicht gut auch ausgerüstet und gelevelt, was das angeht. Kann ich irgendwo? Nee, kann ich nicht. Oh, der macht Feuer. Schon ist auch mein Medizinbeutel wieder leer. Dann geht er mal hoch. Darf halt auch nicht die Aggression von den anderen auf mich ziehen. Okay, vielleicht können wir uns jetzt hier erstmal wieder zurückziehen. Ich gehe ihn erstmal auf den Weg.
Ja. Okay. Vielleicht müssen wir dann, das ist tatsächlich dann auch noch mal etwas, was noch mal wichtig wird, den Schaden zu erhöhen, auch gerade vom stillen Schlag. Oh shit, jetzt kommen die alle hier hoch. Falsche Taste gedrückt. Hallo, der ist doch totstrahlend. Ich hab, Also gefühlt musste ich ihn nur noch einmal treffen und ich habe ihn irgendwie 3 oder 4 Mal getroffen. Oder auch nicht. Vielleicht habe ich auch daneben gehauen. Schade, den hatten wir fast. Gut, einen Versuch machen wir diese Folge noch. Ansonsten mache ich gleich wieder eine Aufnahmepause und dann nächste Folge wieder. Momentan ist es eigentlich ganz gut, so immer 2 Folgen aufzunehmen. Und naja, zuletzt habe ich die Sachen dann ja auch immer direkt im ersten Anlauf dann geschafft. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Interessant wäre ja tatsächlich, wenn wir hier eine Sprengfalle hin tun. Und da vorne vielleicht auch noch. Und gerne noch eine dritte, so. Oder locken wir den doch gleich einfach mal an. Also die Kultisten werden nicht so das große Problem werden, hoffe ich. Das Problem wird eher sein. Das Problem werden eher die Verderber sein. 2 Stück von denen. Nicht daran zu gehen. Achso, warte mal, was wir machen können ist. Hat er mich jetzt deswegen? Nee. Ich bin gar nicht hier. Haben wir denn. Ach, ja, diese Drähte da fehlen uns. Das ist echt bitter. Natürlich der zweite Verderber da. Kann ich mich hier irgendwo. Nee, kann ich nicht. Ist der Versuch? Kann ich. Hier irgendwie in Sicherheit bringen. Kann ich. Ich warte erstmal, bis die Aggro wieder weg ist. Ah, diese Drähte da. Das ist echt doof, dass das fehlt, weil ich kann damit. Kaum Munition herstellen, das ist die Sache, ne? Orte für alles. Und dafür brauche ich die. Ah ne, das war der falsche, der hat ja volle Energie. Das war der falschejenige welche. Hier haben wir genug Material für. Ich habe keine Lust, jetzt irgendwie noch irgendwie Drähte farmen zu gehen. Das muss doch irgendwie noch. Muss mal gucken, wie man schnell, ob man vielleicht Drähte auch kaufen kann bei Händlern.
Das funktioniert gerade ganz gut. Ich habe nur keine Ahnung. Wie wir den zweiten ausschalten wollen. Geht eigentlich genauso dann. Ja, wir sind gerade in einer guten Situation. Wir machen es jetzt genauso. Für den würde ich jetzt sogar diese Pfeile hier benutzen. Jetzt warten, bis die Aggro wieder weg ist. Glück, dass ich da nicht die Schwachstellen nicht richtig treffe. Okay, damit ist jetzt vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt den hier nehmen. Das macht aber keinen Damage. Wie sieht es mit Feuerpfeilen aus? Boah. Da sind sie tatsächlich ein bisschen anfälliger für. Habe ich so den Eindruck, dass es so ein bisschen was bringt. Cool, wie das Seil da brennt. Tatsächlich eine Weile. Oh. Aber ich glaube, die Pfeile hier tun es auch. Also wir können hier auch mal unsere Gesundheit wieder auf Maximum bringen. Jetzt wackelt doch nicht so viel hin und her. Ah, oh, das wird eine lange Folge. Ja, wenn wir die beiden, wenn wir den Verderber auch erstmal weg haben. Können wir auch ein bisschen rekapitulieren, was jetzt hier eigentlich passiert ist. Also die Kultisten wollen die Maschinen wieder erwecken. Oder die haben die Verderber wieder erweckt. Die waren also scheinbar schon mal da, um ihre Feinde zu besiegen. Mit Hilfe der Maschinen. Heißt, vielleicht gab es ja schon einmal. Das ist gut. Aggressionen gegen oder mit durch die Maschinen, dass die verdorben wurden, die Maschinen. In einem Krieg. Um dann entsprechend zu gewinnen. Und das ist dann vielleicht außer Kontrolle geraten, dass die Menschen dann, Menschheit dann von diesen verdorbenen Maschinen insgesamt überrannt wurde. Könnte ich mir gerade so vorstellen. Das ist das, was ich mir zusammenreime. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es bisher geschafft, mich tatsächlich spoilerfrei zu halten. Warum es dann überhaupt diese Maschinen gab, das ist dann wieder die andere Frage. Wahrscheinlich um irgendwie die Natur nachzubauen oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ist auch schon wieder die Nacht vorbei. Das ist gut. Mal schön auf die Schwachpunkte. Dann dauert es auch nicht ganz so lang. Achso, der ist jetzt gar nicht zur Gefecht. Passiert nur manchmal. Dann haben wir wieder weg, bis der wieder gelb ist. Oh. Die 8 Pfeile. Dann gehen wir nochmal wieder Pfeile machen. Schwupp, schwupp.
Und wenn wir nächstes Mal einen Händler haben, gucken wir, ob wir uns Geräte kaufen können. Denn das ist ja schon ein bisschen mühselig hier. Guter Treffer. 173. Aber ich habe das Ding abgeschossen, verdammt. Ah gut, aber dafür haben wir 73 Schaden gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Ist nur gerade ein bisschen zu nah für meinen Geschmack. Aber wir haben ihn fast. Hat jetzt nur leider nicht mehr so wirklich viele Schwachpunkte, die wir da treffen können. Nur noch das Auge. So, war der wieder Spaß. Du musst doch jetzt tot sein. Endlich. Okay, den hätten wir. Ich mach das jetzt trotzdem. Jetzt noch nacheinander die Kollegen hier abschließen. Auch da muss ich aufpassen, man hat ja gesehen, wie schnell ich vorhin tot war. Im Grunde ist das gar nicht so gut, was ich jetzt mache. Besser wäre es, obwohl aus der Deckung schießend ist vielleicht okay. Besser wäre es, sie halt mit leisen Angriffen zu töten. Ich sehe jetzt hier aber nichts, wo ich mich verstecken kann. Wir haben noch 4. Sieht aus, als wäre ich sicher. Das sehe ich noch nicht so. Muss mich verstecken. Wer schießt da? Ach, Olin hilft uns, oder? Olin vermöbelt die. Und klaut uns die XP. Okay, da ist noch einer. Und da ist noch einer. Achso, das geht dann aus. Mhm. Ich treffe ihn nicht. Nur ich gehe mit Sicherheit nicht unten in den ins Tal, in den Kessel da rein. Das könnte sich auch mal schön abschminken, wenn die da ordentlich draufballern. Aber wir können hier hochgehen. Dichter ran. Das können wir machen. Okay, ich kann von hier aus ja nicht schießen. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Das ist schlecht. Ich wurde entdeckt. Gut. Ah, da ist noch einer. Ich gehe von hier. Nee, da müssen wir dicht daran. Ich denke mir nur gerade jetzt bloß nicht sterben, weil dann muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Und das wollen wir ja nicht. Eine Metallscherbe. Wow. So weit kann sie nicht schießen. Brauchst du nicht seufzen, Eloy? Das ist halt so, dass du das nicht kannst. Sehr gut. Oh, geschafft.
krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, ich gehe nochmal schnell drauf und dann bin ich aus dem Schneider. Okay, da kommen wir jetzt aber nicht hin. Kommen wir denn jetzt hier runter? Da können wir runter. Aber Odin hat gut gekämpft. Das muss man eben lassen. Sammeln aber das hier nochmal eben ein hier. Hat alle Odin ja kaputt gehauen. Was wir mit dem Wüstenglas machen, keine Ahnung. Teilbrand. Altes Gefäß Odyssee Spezial. Okay. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den Alten lieb und teuer war. Darauf sind Sterne und Aufschrift, die Aufschrift Odyssee. Sets von alten Gefäßen können in Meridian gegen wertvolle Belohnung eingetauscht werden. Das hier sind dann also die drei Sets. Ja. Unbekannte Machart, Spuren von Saatkeimung. Eingebettetes Codefragment entdeckt. Das ist ja das, wovon der eine Händler da immer gesprochen hat, dass er das unbedingt haben will. Wenn wir es finden, finden wir es. Und wenn nicht, dann finden wir es nicht. Viel interessanter ist, was Odin jetzt zu sagen Versprochen. Hat. Versprochen! Ich sage dir alles! Das musst du wohl. Die Mörder, die bei der Erprobung waren, wer sind die? Die Eclipse, eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch. Aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Das ist bestimmt dann also der, der die Fokusse von den anderen ausgemacht hat und mit uns gesprochen hat. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Späher wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kamt ihr nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Eren mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Natürlich noch sie größer. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Na super. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja,
wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Ja, aber wir haben jetzt tatsächlich einen guten Eindruck davon, warum die Menschheit zugrunde gegangen ist. Die Eklipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter, kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Während ich dich verfolgt habe, dachte ich, diese Entscheidung wäre leicht. Sie ist es nicht. Sie hatten dich dabei in der Hand. Vielleicht bist du kein böser Mensch, sondern nur schwach. Das stimmt. Kraft gefunden habe ich immer nur durch meine Familie. Du verdienst den Tod. Und doch. Ich weiß, was ich verdiene, Aloy. Zögere nicht. Ach toll, ich dachte, wir können sie das jetzt überdenken lassen. Aber warum soll ich mir ihn jetzt töten? Also ich finde das ein bisschen übertrieben. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Dann komm mit, geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Damit haben wir die Hauptquest abgeschlossen. Wir haben einen Fertigkeitspunkt gekriegt und nochmal 6000 XP. Reicht aber nicht, um weiter aufzusteigen. Die Sonne geht auf. Also, naja, um weiter aufzusteigen. Neuer Auftrag, Kollateralschaden. Mal gucken, wo müssen wir dann als nächstes... Oh, das geht da ganz weit in den Norden. Doch eine Zone Stufe 27. 32, da sind wir noch meilenweit von entfernt. Wie sieht es denn bei den Quests aus? Als was ist dir denn Hauptquest? Und da steht jetzt nicht... Ja doch, hier... Stufe 14. Okay, wir sind hoffnungslos überlevelt dafür. Stufe der Gefallenen. Ja, okay. Ja, müssen wir gucken, was wir das nächste Mal dann machen. Hier ist leider kein Lagerfeuer in der Nähe. Das heißt, ich werde eine Schnellreise da hierhin machen müssen. Da oben hin ist ein bisschen riskant, ne? Haben wir festgestellt. Oder hat er das jetzt gespeichert? Hier wäre natürlich gut. Und hier ist ein Händler. Dann mache ich das hier, dann können wir nächstes Mal hier unten lang gehen. Ja. Einfach um sicherheitshalber nochmal abspeichern zu können. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir dann mal gucken, was wir machen. Vielleicht treiben wir die Hauptquest weiter voran. Also, bis dann.